So, jetzt habe ich hier auf dem letzten Film eben die Triade beschworen. Und dann kommen schon die ganzen segensdurstigen Besserwisser und die werden mich wohl davor irgendwie verrichten. So, und dann ist alles richtig. Und bestimmt war ein Strich verkehrt von den Schriftzeichen. Da gibt es bestimmt eine spirituelle Gegenfrage und dann gibt es richtig Rambazamba. Also, lässt man lieber die Finger davon und geht lieber in den Pumpbude und pumpt ein bisschen. Zumal man ja auch ein sionxives Gesicht haben muss, irgendwann in der Zukunft. Damit man auch von den Gläubigen erkannt wird. So, dann kann man toren. Nee. Egal, ne? Dann beten darf man sie anbeten auch noch. Und ist ja klar, was das alles wird. Übrigens interessant, die Triade. Also der sich um jede Übung bemühende Mönch, der tatsächlich erhabene Tao-Buddha und sein Opa. So Triade ist das, ne? Habe ich so aufgestellt. Man gibt schon eine Neigung und eine Anwälzung. Hört ja schon meine Stimme da hinten und das ist ein Gegner, der ist dann auch für mich und so geht das jetzt mein Leben lang. Ich werde vom Monotheisten zerrissen. Das Ganze hat keinen Zweck. Ich hätte es nachlassen sollen. Können wir noch versuchen. Mit so ein Steindenkmal würde ich gerne ein bisschen üben. Aber man soll es mitten auf der Straße üben und damit fürchterlich angeben. Dann kriegt man gleich so ein goldenes Antlitz. Für Aha und Eisenbahnkette und du da und Taschenbillard vor allen Dingen. So, kann das jetzt eine Stunde lang hier so laufen lassen. Trinitate Rumburu fördert ja eindeutig zum Üben auf. Oder Goldhelm Bismarck, also. Aber ich kann das irgendwie nicht. Deswegen mache ich das mal. Jetzt muss ich mich abbücken und dann guckt er ja mal. Aber richtig guckt und so. Oh, tatsächlich funktioniert. Dann muss er die Scherben mit dem Fuß weg und so. Leute, die immer so machen und sagen, nein, ich kann das nicht. Ich habe gesagt, ich bin menschengerecht, ich darf machen, was ich will. Nein, ich bin nicht gerecht. Menschenrechte abspiegeln betrifft, das ist schwierig. Thank you.
Also. D, 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 D. Übrigens wie beim Yangtze Tai Chi und nicht wie beim Shen. Shen wäre dann ewige Martial Arts. Magic Mimo ist gerade aufgetreten. Und du wäre wichtig? Du. Und du nicht? Ach ja, und dann noch so. Auf den Pokal. Ach ja, und dann noch so auch noch. Und auch noch wichtig. Was ja nicht gerade die Unfähigsten sind.